Schalter ist hier drüben, jawohl! Warum kann sich Ryan nicht selbst um diesen Scheiß kümmern? Weil Mr. Ryan Wichtigeres zu tun hat, als für Loyalität in seinen Reihen zu sorgen. Bestell Fontaine schöne Grüße, du dreckige Ratte! Bevor die letzte Ratte das letzte Stück von dir gefressen hat, wird Rapture wieder auferstanden sein. Ich werde die Parade anführen. Wer war denn das, werden sie fragen und auf die traurige Figur zeigen, die an meiner Wand hängt. Wer war das? Ich habe Mr. Ryan angefleht, Fontaine Futuristics an die Leute von Atlas zu übergeben, als eine Art Friedensangebot. Aber dieser Mistkerl nimmt einfach keine Vernunft an. Nein, er spliced und manipuliert die Massen immer schlimmer, gibt ihnen immer stärkere Plasmide. In Rapture findet ein regelrechtes Wettrüsten statt. Nur geht es nicht darum, wer die besseren Kanonen oder Bomben baut. Es geht darum, wer schneller vom Menschen zum Ungeheuer werden kann. Ich habe die Kleine, die heute in den Laden gekommen ist, nicht erkannt. Hatte eine Mordsoberweite und war ganz schön aufgedonnert. Sie lässt sich nicht in die Karten gucken, aber man muss nicht studiert haben, um zu erkennen, dass sie irgendwas im Schilde führt. Sie hat nach Magnetverschlüssen und solchem Zeug gefragt. Ich habe einen auch schwer von Begriff gemacht, aber sie hat mich durchschaut. Nachdem sie mich dann vernascht hat, habe ich ihr die Wegbeschreibung zu Keyboards und den Werkstätten gegeben. Rapture ist wohl nicht mehr zu retten, aber manchmal ist die große Kette noch ganz gut zu gebrauchen. Ich habe Mr. Ryan angefleht, Fontaine Futuristics an die Leute von Atlas zu übergeben, als eine Art Friedensangebot. Aber dieser Mistkerl nimmt einfach keine Vernunft an. Nein, er spliced und manipuliert die Massen immer schlimmer, gibt ihnen immer stärkere Plasmide. In Rapture findet ein regelrechtes Wettrüsten statt. Nur geht es nicht darum, wer die besseren Kanonen oder Bomben baut. Es geht darum, wer schneller vom Menschen zum Ungeheuer werden kann. Thank you.
Ein Mann baut eine Stadt auf dem Meeresgrund. Das ist ein Wunderwerk. Ein anderer Mann ist zufällig an Bord eines Flugzeugs, welches genau über dieser unterseeischen Stadt abstürzt. Und das ist wahrlich das viel größere Wunder. Dieser Mistkerl nimmt einfach keine Vernunft an. Nein, er spliced und manipuliert die Massen immer schlimmer, gibt ihnen immer stärkere Passagiere. In Rapture findet ein regelrechtes Wettrüsten statt. Nur geht es nicht darum, wer die besseren Kanonen oder Bomben baut. Es geht darum, wer schneller vom Menschen zum Ungeheuer werden kann.